Also halte ich mich jetzt zurück mit meinem Nein, du Wettgeschätz. kannst sagen, kannst natürlich sagen, was du willst. Das stört mich nicht. Ich will nur sicher gehen, Genau. dass du Bescheid weißt. Miro-Streams werden sowieso meistens in allen Ländern geblockt. Manchmal aber auch nur in 236. Ja, genau. Also es heißt, es ist eh nicht lange da, ne? Nein, Ja, die Musik, die das ich höre, läuft so wird lange nie nicht mehr. geblockt, aber wenn ich mir Musik von Steffi geben lasse, dann wird sie direkt in allen Ländern gesperrt. Aber das war es wert. Absolut, das war sehr gut. Glaube ich dir. Habe ich jetzt Ranked gewählt? Weil es ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich habe Ranked angeklickt, aber ich frage mich, ob das Ranked ist, weil mein Team. Naja, ich fange mich gar nicht an zu beschweren. Ja, spiel einfach. Ja, genau. Dann geht es schneller vorbei. Ich nehme einfach einen Heiler, dann mache ich nichts falsch. Ich hab dir den Link vom Stream geschickt, was ich hoffe nicht von dem, der gesperrt ist. So. Die werden ja immer erst danach gesperrt. Hast du auch Overwatch mitgespielt oder hast Ich spiele gerade Overwatch. Ja, du, das sehe ich, dass du gerade Ach Overwatch so. Ich spielst. spiele kein Overwatch. Okay. Aber du kannst mit Patrick Overwatch spielen. Ja, würde ich Ja, gern. hat mich schon hinzugefügt gestern. Ja, super. Download komplett. Bam! Sehr schön. Ich muss den Sound Ja. aus. Jetzt kommt noch das Entpacken dran. Fehler. Das ist ein bisschen verwirrend, weil man sich immer selber an. Und die ganze Konversation. Und die aktuelle Konversation auch noch. Und das dann wird's richtig real. Wenn Miro wieder mal so Monolog geführt. Alter, also das heilt fünfmal. Wenn was? Wenn du deine Monologe führst, wieder manchmal Boah, wenn ich redest mich du echt aufrege. lange. Und im Stream redest du, dann hört man dich im Stream reden, aber du bist auf den Kopfhörern noch gar nicht fertig im Discord. Und dann redest du Ah. so über dich selbst drüber und so und das wird dann einfach. Ja, das ist Kacke. Ich weiß auch nicht, wie ich das umstellen kann. Das klappt nicht mit dem
Streamer-Modus. Ich glaube, der Streamer-Modus ist nur, dass ich nicht angepinkt werden kann und so eine Scheiße. Ja. Dass das eine Mal so war, war glaube ich, weil ich die Sound-Settings nicht umgestellt hatte, richtig. Mhm. Vielleicht muss ich das nächste Mal einfach wieder falsch machen. Mensch, haben eh nur zwei zu. Ja. Vermute mal, das sind wir zwei. Ja, ich weiß nicht, wie das ist mit den YouTube-Livestreams. Werden die denn beworben oder so? Oder gibt's da schon eine große Community? Miro? Hä? Warte, ich bin gerade. Ja. Ich bin gerade am Verlieren. Ja. Die Installation mache ich morgen, weil da brauche ich, glaube ich, dann Hilfe und dann ist das Stream nicht so geil. Wenn der läuft. Was nochmal? Die Installation vom Game. Mach ja. Ich morgen. Ah, okay. Wenn warum du morgen? Zeit hast. Wenn du nicht streamst und mir helfen kannst. Ah, ich kann dir auch so helfen, während ich streame.
Ah, mein Team trollt. Oh, und ich versuch's noch. Fuck, ist das nervig. Warte mal, dein Chat ist gesperrt für... Was hast du getan? Oh mein Gott. Für 144 Tage. Das waren 365 Mal. Er hat schon über die Hälfte abgesetzt. Wessen Mutter hast du beleidigt? Ganz viele. Ganz viele. Er hat alle Mütter beleidigt. Ich habe irgendwas über Judenvergasen geschrieben und dann hatte ich ein Jahr Sperre. Und so kommt es dann letztendlich. Alter, diese verkackten Trolls, ey. Keiner kann Heal picken, ne? Aber ich hab Heal Gold, weil ich Bastion bin. Das ist unglaublich. So werde ich nie im Rank aufsteigen mit solchen Vollidioten. Ja, das war leider ranked. Wir hatten zwei Sniper, zwischendurch hatten wir noch einen Torbjörn, aber wir hatten keinen Heiler, außer mich. Wie bist du eingerankt? Normalerweise Diamant, aber jetzt 2650. Okay. Ich hatte die Season schon Diamant, aber ja, meine Main ist Bastion und Mercy. Aber naja. So kann man, ich weiß nicht. Das ist echt scheiße. Ja, hast du Bock zu zocken? Nee, heute nicht. Oh. Wie bist du eingerankt? In dieser Season noch gar nicht. Ah, okay. Gar nicht mehr gespielt habe. Und so im Durchschnitt? Sonst immer? Sonst immer in der Regel im höheren Goldranking meistens. Oh, okay. Das ist ja gut, dass ich so die durchgerankt bin. Sonst kriegen wir ja gar keine Matches. So, also jetzt gehe ich auf Entpacken. Genau. Also einfach Doppelklick einfach auf den ersten, dann den diese ISO irgendwo hinziehen. Nur die ISO, den Rest brauchst du nicht. Und normalerweise öffnest du die ISO, weil es ein Image ist, mit einem virtuellen Laufwerk. Das hast du aber wahrscheinlich nicht installiert, also musst du das danach auch nochmal entpacken. Okay. Aber normalerweise bindest du das in Daemon-Tools. Und ich muss jetzt sonst nichts tun, außer die ISO rausziehen. Genau. Und das dauert erstmal wieder sein Zeitchen dann. Gut. Gott, schon wieder eine Widow. Aber da steht, man braucht ein Passwort. Ja, das habe ich dir geschrieben, das steht bei den ganzen Links. Nee, aber ich brauche dafür kein Passwort. Ah, okay. Ja, dann nicht. Ist doch auch gut. Wir haben 3 DPS und keinen Shield. Im Defense. 5, 4, 3, 2, 1. Deswegen habe ich Ranked eigentlich immer nur in einem kompletten Pre-Made-Team gespielt. Ja, das ist echt nervig. Ja, mit Randoms kann man das wohl anscheinend echt nicht spielen. Nee,
Was spielst du, Patrick? Gerade im Moment gar nichts. Wieso? Okay, nur so. Aus Interesse. Als Main bei Overwatch. Also welche? Ach so. Ah, was spiele ich ganz gern? Lucio spiele ich ganz gern. Junkrats. Schaust du mir zu, nee, ne? Hm? Du schaust nicht zu, oder? Doch, ich schau zu. Bin ich eine gute Mercy? Ja, also Mercy ist halt auch nicht so schwer zu heilen. Ja doch, das ist verdammt schwer, weil jeder auf dir drauf ist. Bist aber auch recht mobil. Ja, das stimmt. Einfach einen neuen anspringen. Wegfliegen. So, mal gucken, ob die Widow jetzt wechselt, weil jetzt auf dem letzten Punkt brauchen wir sie wirklich nicht. Nein, sie wechselt nicht. Sie hat keine Ult mehr und trotzdem bleibt sie Widow. 3% Ult hat sie. Ja, und wegen der Widow-Ult würde ich jetzt auch nicht. Also es ist jetzt kein Grund. Ja, man hätte sie noch einmal raushauen können, damit wir sehen, wie sie angreifen oder so, und dann hätte sie sehr wechseln können. Die besten Highlights sind immer noch die Mercy Highlights, wenn du die ganze Gruppe wiederbelebst. Ja, das geht ja nicht mehr. Geht nicht mehr? Das haben sie gefixt. Hab's lange nicht mehr, gespielt. Genervt. Oh, schade. Ja, finde ich auch, das war ziemlich geil. Alle sterben in Zarya Ult und dann kommt Mercy von hinten. Ja. Und Widow ist tot! Habe ich meinen Retz an ihr verschwendet. Der hat übrigens noch keinen einzigen Kill gemacht, ne? Oh je, das ist traurig. Ich habe sogar schon einen Kill gemacht mit Mercy. Wie ist denn der Soldier hier hochgekommen? Alter. Ja, und die habe ich auch ganz gern gespielt. Aber da gehört auch nicht viel dazu, die zu spielen. Und also installiert. Entpackt, ne? Entpackt. Installation kommt dann nachher auch noch. Ja. Ne, ich meinte ja schon, dass installieren dauert am Ende länger als das Runterladen, aber in deinem Fall gleicht sich's wahrscheinlich aus. Wahrscheinlich. Mit zwei total abstürzen. Oje. Jo. Du weißt ja, was für Zicken mein PC manchmal hat. Ich warte halt immer noch auf den Tag, wo er sich nicht mehr erholt. Ja, das hatte ich ja vor einem halben Jahr mit meinem PC. Boah, das ist der traurigste Moment, den ein Mensch erleben kann. Oder der nicht PC mehr, nicht mehr. Gar nicht mehr an ja. Nichts mehr, konnte nicht mehr tun. Zu retten. Das ist krass. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall nochmal alle meine Bilder sichern und so jetzt. Oh,
Wobei ich konnte ihn ganz gut ausschlachten. Also. Mir hat das Motherboard zerlegt. Okay. Kennst du eigentlich das? Es ist wirklich noch aus den Anfangszeiten von Overwatch, dieses Video mit dem Granaten-Ping-Pong. Zwei Genjis. Ja, ja. Mega lustig. Wo sich zwei Mercys aufstellen gegenüber voneinander und quasi so wie so ein Tennisplatz abstecken damit und dann ein Junkrat wirft eine Granate in die Mitte und die zwei Genjis spielen damit quasi hier Ping-Pong, Tennis oder keine Ahnung. Ja, das kenne ich. Das war ziemlich gut. Das geht aber immer noch, weil man kann jetzt eigene Matches erstellen mit eigenen Regeln. Zum Beispiel die Schwerkraft verändern oder unendlich schießen, unendlich Ults und so weiter. Und da geht das ziemlich gut. Ja, das ging ganz am Anfang und dann ging es die ganze Zeit lang nicht mehr, weil dieses doppelte Helden benutzen ja dann nicht mehr ging. Ja, das ist wahr. Und es gibt jetzt sogar AFK-Farm-Server, da legst du irgendwas auf deine Maus und dann schießt du die ganze Zeit und dann stehst du da und die Runden, also du spielst also Sechser-Team gegen Bots immer und die Bots sind halt einfach sau overpowered und super schnell und deswegen holen sie den Punkt instant und bevor du wegen AFK gekickt wirst, ist die Runde vorbei und dann startet die neue und du brauchst nichts machen außer schlafen gehen und dann farmt er die ganze Zeit für dich Erfahrungspunkte. What? Ja. Okay. Yep. Und das ist immer so, dass dann da steht, du wirst gekickt wegen AFK und in der letzten Sekunde ist jedes Mal die Runde vorbei. Okay, wir haben drei Damage-Dealer und ich bin der einzige Tank als Zarya.
Oh mein Gott. Alter, die Teammates sind so grotten, scheiße. 3 Damage steht da. Nee, einer hat gewechselt. Sehr gut. Hm. 75%. Sehr schön. Alle wieder tot, ey, das ist. Oh Gott, wie kann man das so scheiße sein? Ist egal, dann spiele ich jetzt, was ich will. Ich hab jetzt Bock auf. Symmetra. Ja, Symmetra ist cool. Ja. Kannst auch einen neuen Binding of Isaac spielen. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gespielt. Dann würde ich auch gerne zugucken. Bei mir. Cool. Nee, er Binding of Isaac spielen. Wir haben doch heute Silicons gestellt, jetzt hat er Binding of Isaac. Ach, hat er das noch nie gespielt? Oh ja. Heute zum ersten Mal 3-4 Runden und jetzt würde ich gerne zugucken. Miro? Ja, die Frustration ist hier rüber. Ja, ich weiß nicht, manchmal weiß man nicht, ob er einfach nur so konzentriert ist oder ob er einen ignoriert. Ich bin konzentriert. Ich ignoriere nie, weil ich keinen Bock habe. So was habe ich noch nie gemacht. Ja, ja. Das kann wieder sein. Sicherheitssystem wird eingerichtet. Operative Fähigkeit ist verhalten.
97%. Machen wir. Ach. Wir haben gewonnen! Yay. Mit Symmetra. Ich habe einfach nur ein Portal dahingestellt. Yay. Ja. Manchmal muss man einfach seine eigenen Wege gehen. Da ist sie, die gute Datei. Ah, gut. Ich weiß nicht, ob du die öffnen kannst. Ja, soll ich sie denn jetzt schon einfach so öffnen? Ja, ich ja. Will's ja auf Deutsch, oder? Ja, ja, klar. Öffne mal die einfach Datei. Einfach mit Doppelklick, oder was? Mhm. Was passiert dann? Ladekreis. Ein Ladekreis? Ein Ladekreis erscheint neben der Maus. Achso. Ich hab mir jetzt sowas wie einen Trommelkreis vorgestellt. So, mein Brennprogramm öffnet sich. Dein Brennprogramm öffnet sich. Achso, ja, bei ISO-Datei, ne? Ja. Ja, nee, dann mach Rechtsklick, öffne mit WinRAR, falls du WinRAR hast. Mhm. Ja. So, und jetzt mach mal Doppelklick auf die Setup-Ex und sag mir, ob ein Ladebalken kommt. Wenn nicht, dann ist alles gut. Ja, entpacke. Ja, dann brech ab. Und ja. Entpack den Ordner oder die ganzen Dateien in den Ordner. In einen Ordner. In irgendeinen Ordner, alles rein. Ja, gut. Das musst du leider machen, weil du kein virtuelles Laufwerk hast. Und das jetzt zu installieren dauert genauso lange wie es zu entpacken. Weil du dafür den Rechner neu starten musst und so. Obwohl, mit Windows 10 vielleicht nicht mehr, keine Ahnung. Ich hol mir kurz einen Schluck zu trinken. Ja. Sagt er. Ja, da. Was wir vorhin gesagt hatten, wäre, dass wir dir gern ein bisschen beim Binding of Isaac spielen zugucken würden. Ob du da Lust hättest, noch ein paar Runden zu streamen. Heute? Ja, jetzt dann. So. Hm, ja, kann ich machen. Das wäre cool. Kurz im Stream einbinden. Was? Kurz im Stream einbinden. Mhm. Also du musst Overwatch. Isaac das ist and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Und schau dir den, Life was das simple, Intro an. And they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice
from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs... Das ist der Treasure Room. Da ist immer ein Schatz drin. Und auf der ersten Ebene ist der gratis. Und auf jeder nächsten Ebene brauchst du einen Schlüssel, um ihn zu. Und was macht der? Du bekommst entweder du bekommst jedes Mal ein Item. Das kann besser für dich oder aber auch schlecht für dich sein. Aber das macht nichts. Es kommt immer drauf an. Jedes Item ist. Hat Vor- und Nachteile natürlich. Und es gibt auch welche, wenn du sie aufnimmst, kannst du sie nicht mehr abnehmen. Und es gibt sehr viele Items, also selbst ich kenne nicht jedes auswendig. Aber ich empfehle dir, das Isaac Cheat Sheet zu öffnen. Das ist so ein Wiki für Binding of Isaac Items. Jedes Mal Lebenspunkte, wenn du oder Münzen. Münzen für Lebenspunkte oder Münzen für Schaden. Lebenspunkte für. Warte mal, der Sound ist viel zu laut. Okay. Also schwarze Herzen, soll ich die aufheben? Schwarze Herzen sind, sollst du aufheben, ja. Wenn dir ein schwarzes Herz abgezogen wird, verschwindet das für immer, aber es macht viel Schaden im Raum. Das heißt, Monster kriegen Damage dadurch, wenn sie dir ein schwarzes Herz wecken. Heels, okay. Nicht Mom's Spaghetti. Und du trägst sie jetzt auch, siehst du? Ja. Oh, es geht nicht rein. Nee. Aber die Kacke kannst du auch zerschießen. In Kacke können auch manchmal Sachen drin sein. Das merke ich mir, das ist eine gute Lebensweisheit.
schwarze Pennies, eben fünf Goldstücke und, oder? Fünf oder zehn? Nee, fünf, ja. Und silberne eben 15 oder 10 oder 25 oder ich weiß es nicht. Patrick, weißt du ihn? Nee, ich weiß es nicht mehr auswendig. %65 Was? Oh nein. Scheiß Feuer. Oh oh. Brauche ich nicht mehr. Du hast eine Bombe, wenn du die geschickt platzierst. Ja, habe ich nicht geschickt platziert. Aber, ja, hättest du die andere Bombe und... aber immerhin. Die verschwinden auch für immer und geben aber keinen Effekt von, wenn sie verschwinden. Das sind einfach nur Temporäre. Kein Schlüssel. Nope. Aber du kannst auch die Feuer alle immer mit den Tränen zerschießen. Da kann auch Sachen drin sein. Oh, okay. Okay, der Download ist abgeschlossen. Und was mache ich jetzt? Jetzt gehst du auf die Setup-Achse. Ja. Markierst Codex-Files installieren. Das ist, glaube ich, der letzte Haken. Warte.
Also zulassen, dass Änderungen an dem Gerät vorgenommen werden, Setup-Excel, ja. Was? Nein, nein. Also nur bei dem einen Haken machen, bei Codex. Da ist noch gar kein Haken. Ne, da sollst du einen hinmachen. Wo denn? Da ist kein Auswahlfeld. Install Codec Files oder irgendwie sowas. Schick mir mal einen Screenshot. Nein. Warte. Nee, mein PC fragt mich jetzt, ob ich quasi den Zugriff zulassen möchte. Ach so, ja. Immer bestimmt. Ah. Oh. Okay, jetzt und was muss sie? Copy Contents of Codex Directory. Genau. Oder was? Ja. Und dann halt auswählen, wo es hin installieren soll. Genau. Und danach kommen wir noch auf Deutsch stellen und das war's. Das ist ätzend. Oh, die Viecher sind so nervig. Okay. Ich kann die nur treffen, wenn die ihren Hals aufhaben. Ja. Ja, genau. Oh nein. Und der Hals ist auch nur wenn du sie nicht beschießt. Also wenn du gerade nicht auf sie drauf. Und wenn du um sie rumläufst, während du nicht beschießt. Ah, okay. Das war gut zu wissen. Das geht nur auf, wenn du in dem Level noch keinen Schaden erlitten hast auf der Ebene. Genau. Kannst du dadurch. Okay. Also. Auch nicht, wenn ich jetzt mich voll heile. Nee. Okay. Die kannst du nicht kaputt machen. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Den Knopf drauf. Oh. Oh je. Aber in dem Spiel braucht man wirklich viel Durchhaltevermögen. Ja. Aber manchmal hat man auch echt so ein Glück und kriegt so eine Kombi an Gegenstände, da zerrupfst du einfach nur alles. Wirklich. Da rennst du durch wie Overkill. Ja. Da kommen aus der Kiste kommen ganz viele Gegenstände raus. Ja, ich wünsche schon, ich würde an diese Kiste kommen. Ja, du hast doch eine Bombe. Das ist Action. Okay.
Und du musst auch darauf achten, manche Felsen sind mit einem X markiert und in denen befinden sich oft Items. Oder Keys. Ich weiß nicht, welche Kiste du meintest. Das dein da in dem goldenen Raum drin. Ah, der okay. Gegenstand. Den soll ich mitnehmen. Im goldenen Raum, da war doch eine Box mit Spinnen oder so. Ja. Oder das war's. Entweder das oder. Ja. Die Box mit Spinnen soll ich mitnehmen, oder? Geh nochmal in den Raum mit der goldenen Tür. Ja, eine Spinnenbox, ja. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Mitnehmen. Wegsprengen, Stein wegsprengen. Warum wegspringen? Ich komm doch auch so dran. Ja, kannst auch ein halbes Herz opfern, ja. Oh Gott. Ich hab's nicht gekriegt. Ja, aber solange du blinkst, nimmst du auch noch den Schaden. Bist du auch unverwundbar dann. Okay. Box of Spiders kannst du jetzt immer benutzen mit Leertaste. Leertaste, genau. Und was macht die? Die drei solche kleinen Spinnen, die die Gegner angreifen, kommen da klar raus. Und du musst immer zwei Räume clearen, also kriegst für jeden Raum, den du clearst, so eine grüne Aufladung. Das ist jetzt der Energy Balken, von dem ich geredet habe, wo du die Batterien brauchst. Batterie lässt es komplett auf immer und für jeden Raum, den du clearst, kriegst du ein Balken. Plazenta! Mein Gesicht ist auch voller Plazenta jetzt. Ja, das Spiel ist einfach so abartig appetitlich. Ja, und die Sounds auch. Und auf so vielen Ebenen sogar stören, teilweise. Hey, jetzt habe ich aber keinen Damage bekommen, kann trotzdem nicht durchgehen. Es ist auch ein anderes. Ah, okay. Da ist so ein Totenschild drin. Ich weiß nicht mehr genau, was da die Bedingung war. Einfach nur draufschießen. Oder draufheulen. So geil, dass man mit seinen Tränen schießt. Das habe ich am Anfang gar nicht gerafft, bis sie mir das. Oh! Oh! Ah. Ja, die Pillen sind auch ganz lustig, weil du weißt immer noch nicht, was die machen, bis du sie einmal benutzt hast in dem Level. Die Kombination von Wirkung und Farbe der Pille ändert sich auch von Spiel zu Spiel. Die bleibt zwar in deinem aktuellen Run, bleibt die gleich. Also wenn du andere Pillen findest, die genauso aussehen, dann bewegen die auch das gleiche. Aber im nächsten Run kann sich das total durchmischen. Okay. Ah, nee. Gigafahrt. Geil.
Da kannst du einen Furz lassen, der die Gegner um dich rum wegstößt und ihnen Schaden zufügt, glaube ich. Ja, ich meine. Warte, wie? Ja. Das, du musst die Feuer. Mit deinen Tränen. Ja. Oh. Den kenne ich doch schon. Ja, du wirst vielen Bossen immer wieder begegnen. Ja, gibt zwar verschiedene Variationen von denen mittlerweile, aber. Kann ich das Kuscheltier nicht mitnehmen? Du kannst immer nur eins mitnehmen und der folgt dir sowieso. Ah. Warum krieg ich Damage? Die Feuer, die roten Feuer schießen Flammenkugeln. Ah. Nicht Tränen? Rote Tränen? Ja, so rote Tränen, ja. Diese kleinen Dinger da aus dem Boden nerven. Oh Gott. Ach. Soll ich denn da dran kommen? Bei diesem Spiel wird man so ragen.